Hallo Schütze, wie geht's? Ich bin Phoenix. Ich freue mich wieder bei dir sein zu dürfen. Ich wollte mit dir die Energien, schauen, wie die Energien sich geändert haben für dieses letzte 2 Wochen Dezember jetzt. Wir fangen ja ein neues Jahr in 2 Wochen schon an. Und ich wollte schauen, wie sich die Energien mit bei dir sich geändert haben. Ja, fangen wir mal an. Unter dem Deck haben wir die Karte der Sechste der Schwerter, Schütze. Ja, wie du siehst, der Sechste der Schwerter ist ein Mann, der eine Situation verlässt. Es kann über Reise auch reden. Ja, und hauptsächlich man spricht über jemanden, der eine schwierige Situation hinter sich verlässt und einfach nach vorne schaut und ja, nach was anderes jetzt sucht, ja. Eine sehr interessante Karte als Energie für diesen Monat Dezember. Schütze. Hinten haben wir der Hierophant. Wieder, diese Karte hat sich bei dir in der eine vorherige Kartenauslegung zweimal wiederholt. Es ist ein großer Arkana. Es kann über Gespräche reden, also Gespräche auch mit der Wahrheit reden. Und ist die Karte der Kompromiss eigentlich. Und ja, eine Person mit viel Weisheit, Erfahrung im Leben und ein Lehrer. Eigentlich eine sehr seriöse Karte und wie gesagt, die auch über Gespräche spricht und ja, und da hinten der König der Münzen. Eine Karte mit finanzieller Stabilität, also aus den Zeichen können Stier, Steinbock oder Jungfrau sein. Ja. Ich kann aber auch über dich sprechen, Schütze, über deine Stabilität gerade, über deine, ja. Und die Karte der Mäßigkeit. Ja, der Balance, die Karte der Geduld und der Heilung. Schauen wir mal weiter, wie die. Als Thema Schütze haben wir dieses Mal die Karte der Ritter der Münzen. Eine Karte, die auch für Stabilität spricht, ja. Ist eine Karte, die vielleicht doch ein bisschen langsam ist. Wie man sieht, das Pferd bewegt sich nicht, steht und es ist eine Karte, die langsam ist, aber sicher. Spricht wirklich über Stabilität und ja,
das, was man in eine bestimmte Situation erreichen möchte. Also eine Stabilität, ja? Zusammen mit der Eremit. Der Eremit ist ein großer Arkana, eine Person, die auch nach Klarheit sucht. Eine Person mit sehr viel Erfahrung im Leben. Und vielleicht auch noch in der Vergangenheit schaut und nach Antwort sucht. Und oder das kannst du auch du selber noch auch sein in der Beziehung, dass du momentan eine Zeit brauchst und für dich. Also das ist auch eine Karte, die langsam ist. Also sind beide Karten, reden über eine gewisse Zeit, ja, die man braucht, um zu wissen, was man macht halt, ne? Es ist ja klar, Schütze, dass als Energie für Dezember haben wir das 6. der Schwerter erhalten für dich. Es ist ja klar, dass du was vorhast, ja. Und um diesen Schritt hier zu machen, möchtest du schon dir die Sachen ganz genau jetzt entweder überlegen oder nachdenken oder ja, logisch sicher sein, ja. Denn wir haben hier auch deine Karte. Und ich sage deine Karte, weil die Karte der Mäßigkeit ist die Karte, Sternzeichen ist der Schütze, ja. Und genau, Schütze und der Eremit ist für Jungfrau, nur wenn du das, wenn dir diese Sternzeichen was sagen. Und der Ritter der Münzen natürlich ist ein Stier, Steinbock oder Jungfrau. Also dieses Erdezeichen sind hier auch sehr stark als Thema bei dir. Auf jeden Fall die Karte der Mäßigkeit, was ich sagen wollte, zusammen mit der Eremit, sind auch Karten, die über eine bestimmte Heilung reden. Ja, eine Zeit, die man halt für sich braucht und ja. Und Karten, die über Geduld reden. Ja? Weißt du, wo ich jetzt staune, Schütze? Weil in deine Unbewusstheit haben wir die Karte der Tod. Die hatten wir in deine vorherigen Kartenauslegen auch gehabt, als deine Zukunft, ja, in deine Zukunft. Die Karte der Tod ist immer eine positive Karte, weil es spricht über Transformationen. Und Transformationen ergeben sich nur, wenn das notwendig ist. Das heißt, es wird immer für was Besseres sein, ja? Ich bin so der Meinung. Das ist in deine Unbewusstheit jetzt und wie gesagt, vorher war in dein Bewusstsein haben wir die Karte der Teufel. Ich staune halt nur, weil in deine vorherigen Karten auslegen, vielleicht willst du dir sie anschauen, hatten wir den Teufel in der Vergangenheit gehabt und der Tod in der Zukunft gehabt. Also weißt du, was ich meine? Vergangenheit und Zukunft. Und jetzt haben wir den Teufel in deinem Bewusstsein und der Tod in der Unbewusstheit. Also wenn das nicht staunlich ist, oder vielleicht ich bin halt jemand, der sich sehr schnell, ja, sehr schnell staunt, also keine Ahnung, aber die Sache ist, eine gewisse Situation, eine bestimmte Situation, Schütze, ist bei dir und das ist bei jeder von euch immer verschieden. Ja? Und ich meine, der Teufel sieht schon schlimm aus, aber vielleicht ist diese Situation oder diese bestimmte Abhängigkeit auch nicht so wahnsinnig schlimm wie diese Karte. Die Karte sieht schon wirklich sehr schlimm aus, ne? Aber vielleicht reden wir über Sachen, die natürlich für die Augen von anderen, also für mich wären nicht so extrem schlimm. Aber wenn ihr eure Situationen für euch, für jeder für sich
jeder für sich betrachtet, vielleicht kommt ihr auf einen Punkt, wo ihr denkt, doch, das musste doch man verändern. Oder doch, das ist schon etwas, was mich in mein Leben verhindert. In irgendeiner Weise, ja. Oft ist der Teufel da für Abhängigkeiten. In irgendeiner Art und Weise. Egal, worüber wir reden. Egal. Aber es spricht oft für Abhängigkeiten. In irgendeiner Beziehung. Und Abhängigkeiten verhindert uns unser Leben. Immer. Und das weißt du. Weil das ist immerhin im Bewusstsein. In deinem Bewusstsein weißt du, dass irgendeine Situation sich ändern muss. Und der Eremit ist ja auch da. Du weißt das schon. Ja. Es ist für jeden anders. Weißt du, Schütze, jeder von uns, aber jeder von uns hat einen Teufel in unserem Leben, weil das sind die Schatten von uns. Also, und jeder hat einen Teufel in seinem Leben, in irgendeiner Art und Weise. Und so sauber wie die Mäßigkeit zu bleiben, wie diese Engel hier, es ist in dieser Erde sehr, sehr schwierig. Was will man sich vormachen? Es ist doch so, oder? Ich meine, so sauber wie das hier. Und das werden mir bestimmt meine Engel zusagen. Oder wie sagt man, bestätigen. Also meine Engel werden mir bestätigen, dass das auch wirklich eine Tatsache ist, dass auf der Erde irgendwie so sauber zu bleiben, ist sehr, sehr schwierig, weil nicht immer von uns alleine selber abhängig ist, sondern auch von anderen Beteiligten, andere Menschen, die rund uns sind, und es ist nicht immer einfach, so bleiben zu können. Nee, es ist nicht immer einfach. Wir sind immerhin in einer Schule und wir kommen zum Lernen. Genau das sagt uns ja der Hierophant, ne? Der bei dir ständig kommt. Ja? Also gegen diese Sache bist du schon am Kämpfen. Und das sieht man schon. Du bist schon ein guter Mensch, Schütze. Ich meine, du bist schon ein sehr guter Mensch, ja. Du kämpfst ständig gegen das hier. Dir ist sogar bewusst, es gibt viele Menschen, die über das hier nicht mal bewusst sind, ja. Also über meine selber kenne, weiß ich schon, wo die... ich bin mir über meine auch sehr bewusst, ja. Und ob ich so sehr kämpfe wie du, weiß ich auch nicht. Aber dass du da schon was machst und möchtest, das sieht man in deinen Karten. Du hast so viele große Arkana hier, ja, und Arkana, die mit viel Erfahrung, also Leute, Karten, die sehr viel Weisheit, Erfahrung im Leben und Intelligenz, also sehr intelligent da ist, also über dieses Thema ist dir bewusst und du kämpfst dagegen. Es fällt aber nicht einfach, Schütze. Und wie gesagt, diese Schatten da haben wir alle. Nur jeder muss für sich irgendwie das Beste, ja. Es ist halt, ich meine, ich sage es halt nur, weil ich finde es total, aber das wird ihr bestimmt, die das vorherige Video sich angeschaut hat, wird mich schon verstehen, warum ich so staune, weil es kann doch nicht sein, oder, dass jetzt in der Unbewusstheit, der Tod kommt und der Teufel wieder auf die andere Seite ist. Und das in der vorherigen Video war halt so und jetzt kommt aber so. Also wie oft will sie sich drehen jetzt? Nee, okay, ich mache noch halt so ein bisschen Spaß, weil, guck mal, dann in der Vergangenheit, ja, haben wir nämlich die zweite der Schwerter. Eine Karte, Schütze, die für dich auch zweimal in der vorherigen Karten legen sich, also wiederholt hat.
Und manchmal, wie gesagt, die Karten irren sich nicht und die Energien auch nicht. Ich kann mich schon irren, also ich schon, aber die Karten nicht. Und die Sache ist, diese Karte, das ist eine Karte, die über Entscheidungen spricht, ja? Eine schwierige Entscheidung, was mit Gefühle zu tun hat. Das hast du aber in der Vergangenheit jetzt, also das heißt, das ist jetzt hinter dir geblieben. In der Zukunft haben wir der Sechste der Münzen. Eine Karte, die über Balance spricht. Über ein Balance im Leben. Eine sehr gute Karte, eine sehr positive Karte. Was mit finanziell auch zu tun hat. Ja, wenn du irgendeinen ein Geld erwartest, die Karte sagt auch, du bekommst das, was du erwartet hast, oder ja, irgendein Geld kommt zu dir, oder ja, ist eine sehr positive Karte. Und diese Karte, die wir damals da hatten, bleibt jetzt in der Vergangenheit. Es ist sehr interessant, weil als Thema haben wir nämlich auch der Ritter der Münzen, ja? Es spricht auch über Münzen, über Geld. Ja, über eine finanzielle Stabilität. Und es wird sich schon ergeben, diese Sache bei dir, ja? Genau. Ja. In der Einstellung zum Thema, bei dir kam jetzt der Vierte der Schwerter. Eine Karte auch über Meditation, Nachdenken, sich Zeit nehmen, über etwas denken. Ja, diese Karte haben wir mit der Eremit auch, mit der Mäßigkeit auch. Ja. Karten, die über ja, eine Zeit spricht, die man sich für sich nehmen muss oder soll zum Nachdenken. Weil immerhin die Energie ist ja diese Sechste der Schwerter, ne? Eine Reise, den du machen möchtest. Ja. Eine Bewegung, die du machen möchtest. Wenn das keine Reise ist, ist halt eine Änderung in deinem Leben, die für dich sehr wichtig ist. Denn die Transformation ist auch da, ja. Also etwas wird sich ja transformiert, aber ich glaube, das ist ja in deine Unbewusstheit. Also du weißt das. Du weißt das, weil du auch nachdenkst für diesen Schritt hier. Ja. Als Einstellung zum Thema haben wir ein König der Kelche. Wenn du dich erinnern kannst, in der vorherigen Kartenauslegung hatten wir auch ständig eine Königin der Kelche. Ja, Sternzeichen sind Fische, Skorpion oder Krebs. Das ist ja ein König, eine Person, die schon eine gewisse Stabilität hat. Es ist ja etwas Seriöses. Es ist nicht, es ist kein jüngerer Mensch. Es ist schon jemand, der entweder so alt ist wie du oder sogar älter als du ist. Aber ja. Ist eine gute Energie. Danach kam ja der Mond. Ja, es gibt eine gewisse Unklarheiten vielleicht. Die Karte der Mond spricht auch für Krebs. Man sagt auch für Fische, aber spricht wie gesagt für eine. Ja, es sind Sachen, die noch nicht klar sind oder wo man vielleicht noch deswegen der Eremit nach Klarheit sucht, ja, also es gibt Sachen vielleicht über diese Person, die dir noch nicht so sicher sind oder klar sind, ja.
Auf jeden Fall als Ergebnis kommt jetzt der Ritter der Kelche auch. Und in deinem vorherigen Kartenauslegen war auch, finde ich, war auch brutal. Also wirklich, wenn ich mich so ausdrücken kann. Also es war total schön, ja. Total schön, ja. Auf jeden Fall der Ritter der Kelche, eine Liebesversprechung. Also es ist eine Karte, die in Bewegung ist. Also ich glaube, du bewegst dich zu dieser Person hier. Das ist diese Reise, die du machen möchtest. Ja. Und Gespräche. Also, ja, Gespräche von Herz zu Herz. Ja. Kommunikation ist da. Schütze. Die Kommunikation ist da. Wir haben nämlich der Hierophant, der spricht perfekt für Gespräche, aber auch der Ass der Schwerter spricht für Kommunikation, klare Kommunikation mit der Wahrheit. Auch mit der Wahrheit spricht der Hierophant, ja? Das ist nämlich Kommunikation. Ich bin jetzt so ruhig geblieben, weil hatten wir auch der Hierophant als das vorherige? Ah, nee, jetzt haben wir nämlich den. Nee, weißt du, in der vorherigen Kartenauslegung hatten wir nämlich den Hierophant. Also jetzt haben wir nämlich den Hierophant hinter dieses hier, ne? Aber auch nicht so weit weg. Spricht wirklich für einen Kompromiss auf jeden Fall. Ich denke, das ist, was du auch möchtest, einen ernsten Kompromiss. Aber spricht auch für Gespräche, ja, für. Und das möchtest du. Gespräche, ja, führen. Deswegen diese Zeit jetzt von total interessant, wirklich. Dann. Schau nur, ob sich wow. Guck mal, Ass der Schwerter kam jetzt da hinten. Also auf jeden Fall einen Schnitt, machst du einen Schnitt mit der Vergangenheit oder mit etwas, was dir nicht gut tut und Kommunikation, klare Kommunikation. Und wieder die Energie von als dein Thema, Ritter der Münzen. Wahnsinn, ja. Guck mal hier, als Klärung kam jetzt für mich, für die Ritter der Münzen, der Magier. Ja? Also alle deine Wünsche, die du hast, kannst du es realisieren. Ja? Zusammen mit der Ritter der Kelche. Du weißt schon, die Ritter der Kelche, wir haben es ja als Ergebnis. Ja? Wahnsinn, oder? Ja. Weißt du, was ich gerade sehe? Mit dem Teufel haben wir nämlich die Herrscherin. Was ich aber auch denke, was hier gemeint wird auch, dass du wirklich eine, also sehr Leidenschaft für diese Person hast. Oder ja, also dass du, das ist wieder Sternzeichen Fische. Kannst du dich noch erinnern, wir haben wieder hier der Hierophant und jetzt die Hohepriesterin, das perfekte Paar. Das perfekte Paar. Und das hatten wir, bitte schön, in deine vorherigen Karten auslegen. Das perfekte Paar. Ja? Und das ist nämlich von Engeln. Das ist ein Paar, die von Engeln geführt werden. Das ist ein Schicksal. Das soll so sein. Das ist euer Schicksal, ja? Das ist geschrieben und bestimmt für euch, so, das so zu erleben.
Und ich denke, was ich jetzt mit dem Teufel jetzt denke, ist, dass ihr oder du eine sehr große Leidenschaft für diese Person hast. Ja, das kann auch, das kann man auch meinen. Und ja, Leidenschaft zu haben, das ist auch schön, oder? Wenn man Leidenschaft für eine Person hat. Weil jetzt, wie gesagt, kam die Hohepriesterin zusammen. Ja. Sie macht dich, ja, sie macht dich einfach, oder er macht dich verrückt. Ja, sie oder er macht dich einfach, ja, verrückt. Sehr viel Leidenschaft, ja. Guck mal, zusammen mit der Tod, der Karte der Transformation, kam das Gericht. Weißt du, das hat wirklich auch Karma zu tun auch, ne? Also man bekommt eine neue Chance im Leben. Du wirst aufgewacht. Also das Gefühl, was du hast mit dieser neuen Beziehung oder dieses neues Leben, was du bekommst, ist, dass du wieder am Leben kommst, wieder aufwachst, ja? Es ergibt sich eine Transformation bei dir, wo du wieder Lust auf das Leben bekommst, ja? Wahnsinn. Ja, wie der sechste kam jetzt der fünfte. Fünfte der Münzen. Was vorher das Gefühl von Verlust, also ein Gefühl von Verlust war, da war, von Traurigkeit, bekommt man ein Balance. Ja? Ob diesen Verlust jetzt finanziellen Verlust ist, ja, oder man hat, man fühlt sich traurig oder alleine. Dafür gibt sich jetzt ein Balance, ja. Ja, wichtig ist das auch, dass man sich nicht nur in das Finanzielle fixiert, ja. Man muss auch ein Balance finden in den Spirituelle auch und Finanzielle. Das darf man vielleicht nicht vergessen, ja. Dass am Ende das Finanzielle, nur das Finanzielle macht einen auch nicht glücklich. Und diese Karte manchmal spricht, weil da hinten ist eine Kirche, ja. Aber man ist trotzdem traurig und obwohl man alles hat, weil da hinten ist ja die Kirche und ja, man soll nicht vergessen, dass das Spirituelle wichtig ist. Sehr wichtig. Und dann hat man ja auch alles. Man fixiert sich oft an das Materielle, weißt du? Man darf wirklich das Spirituelle nicht vergessen. Es muss ein Balance geben. Ja. Mit der König der Kirche hast du einen 3D-Stäbe. Also man schaut wirklich zu dieser Person hin. Man plant mit dieser Person. Du hast schon Pläne, die du dir, ja. Und 2. der Kirche. Ja. Ist eine sehr spezielle Beziehung, das hier. Schütze. Eine sehr besondere Beziehung, diese hier.